Vegas. Nochmal irgendwo Auto gesehen. Jetzt gibt's kein Hähnchen mehr, oder? Nein, ich bin ganz mehr. Ey, wir sind professionelle Marines, Mann. Wir rennen in so einem Kur da vor man an und verschießen Hühnchen. Ja, das ist professionell. Wir sind wegen der Morgenjagd. Wir wirklichen Ziele, sind selbst mal Hüse abschießen. Ja, ja, aber. Und was hast du jetzt abgeschossen? Den Gastank da. Macht der was? Ja, ja, dann vielleicht. Nicht. Vielleicht sollten wir auch nicht davor stehen, wenn wir drauf schießen. Ich wusste. Du hast gespeichert nochmal. Ja, das hier. Wie wirft man eigentlich Granaten? Mit G. Na, du musst. Na, mit F musst du Feuermodus umschalten auf Granate. Genau. Fire in the hole! Bams! Jetzt haben wir uns auch so beeilt, weil jetzt müssen wir warten, bis die 20 Minuten um sind. Ja. Okay. Sprengen wir halt das Kackdorf in die Luft. Kann man eh nicht, oder? Nein. Ja, aber Rauchzeichen mache ich mal da drum. Ja, verraten dem Feind, dass wir da sind, dass er ja da durchfahrt. Ja, weil das ganze Schießerei ja nicht. Nein. Ja, die war schallgedämpft. Ja, voll schallgedämpft. Mit der Sniper. Ja, das Geräusch von der Kugel ist ins Hühnchen reingegangen. Ist ziemlich gedämpft von den ganzen Pferden. Du kannst ja Huhn vorne auf den Laufhof verstecken und ein paar Mal durchschießen. Du, was tun wir eigentlich, wenn wir ihn aufgehalten haben? Ja, zusammenschlagen und umbringen und aufschnüpfen und schießen und hängen und stärken. Und dann nehmen wir einen Fisch. Schau mal, Schwefelrauch. Wo? Ja, da. Bäh. Gut, man ist nur sofort, da höre ich Auto. Das bin ich. Ah. Naja, steht. Wir müssen die Straßensperre ein bisschen besser machen. Ja, sie fährt da durch. Kann er nicht. Ich hoffe, jetzt ein Forstfahrzeug da mal an zum Werfer, Mann. Denkst du mir eh nicht. Ich hab's aber gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ne. Wir sind schlecht. Also, wenn der jetzt noch hat, daher. Man denkt, die bringt Farbe in euer Leben. Das hässliche ist kurzgrün. Das macht eigentlich. Also, Jungs, aufpassen, wenn der noch hat, daher fährt. Nicht einfach in die Windschutzschiebe in die Knalle, okay? Wir brauchen den Typ lebend. Ja, der hat wenn man verschüsst, nicht ja? Fail. Mit ein paar Kugeln im Kopf glaube ich nicht, dass der noch lebt. Hey, warum nicht? Oder sagen wir mal so, er ist die Nummer sehr. Ja. Sehr kooperativ, wenn man ihn Frage stellt. Ich finde das geil, dass die Leute einfach in den Autos alle den Schlüssel stecken haben. Ich finde das geil, dass die. Mei, das sind zwei Frauen, die sich so einig nehmen, weil sie Angst haben, weil ihr wie so gestört übereinander ballern. Wir ballern nicht wie gestört um. Wir ballern wie ausgebildete Marines um. Gestört zählt nicht so gut. Was? What the fuck? Was soll das? Was? Was war jetzt los? Was ist jetzt? Das ist keine Ahnung. Irgendein lustiger Zaubertrick haben wir jetzt gemacht. Ja. Es ist gerade eine Fail-Meldung durchgegangen, dass wir zu lang gebraucht haben oder so. Was? Das machen? Was? Ja, dass er entkommen ist. Wieso entkommen? Ja, entkommen. Hey, ist jetzt vorher nicht. Kann man sich nicht den Chat verlaufen am Lars oder irgendwie? Ist doch hochgegangen. Ey, es ist ja voll heftig jetzt gerade gesehen. Warte ja? Mal, Chatlog. Also. Den Chef zu.
Razor, our spotters have picked up Lopotev and his entourage heading to the Russian border. We think he'll try to make it to the Chidaki-controlled regions in the north. Gorka or Krasnostav. Okay, dann fahren wir mal heading, Krasnostav. He was seen heading north from Shakovka, driving red hatchback. You've got about 20 minutes to get there and stop him. In Shakovka, wir sind total falsch, Mann. Na, er fährt nach Norden von Shakovka. Ja, wo sind wir jetzt? Ah, da ist Shakovka. Warum kann ich nicht laufen? Couple the swordsmen, we're on our way over. If he gets north of Gorka, we'll have no chance of catching him out. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt Richtung Shakovka fahren, oder was? Wahrscheinlich. Das ist jetzt spätisch. So, das ist die Fraktion. Lol, ja, mein. Was habe ich in der Hand für Waffe? Ah! Snipey. Ja, achso, du hast LMG. Weil, ja, 6 Schuss. Wie bei der Pizza. Okay. Ist auch gut. Irgendwas ist ein bisschen verbacht. In der Ding? Du? Aber. Ja. Wo wir meinen? Jetzt hat man sagen noch Shakovka, aber jetzt fahren wir dann noch Polana. Okay. Weil da schon mal nicht vorbei kommen. Ja. So gibt's mehrere Orte, wo er reinfahren kann. Er fährt einfach von Shakovka aus Richtung Nord. Ja, und nur wenn er nördlich von Gorka kommt, dann haben wir keine Chance mit zum Schnapper. Also vermute ich mal, dass er da wahrscheinlich irgendwo auf dem Berg ist. Auf dem Berg ist und wir da abfangen müssen. Es wäre aber fast gescheiter, wenn man direkt an den Bergen haben, wie du jetzt warst. Zum Beispiel. Warum? Er fährt ja auch immer die Straße lang. Tja, der Hauptstraße. Ja. Yeah. Sieht der Gästle nicht. Na. Ich hoffe mal, ne? Ja, dann müssen wir jetzt nach Paulana gehen. Aber die Meldung war vorher voll geil, ne? Ja, piep, 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 piep. Ja. Ende, Game Over. Hast du mal lesen können, was da war, hey? Ich auch nicht. In jedem Fall haben wir gewusst, dass wir verloren haben. Ja, das war ziemlich eindeutig. Ich habe das letzte in der Lehrse können, wo er sagt, ja, sorry und so, können wir nichts machen. Da, ja, rotes Auto! Das ist ja nicht. Aber es ist rot. Oh, ah, rotes Auto. Aber das ist auch nicht modern. Jetzt haben sie das ist ein Hatchback. Ah, warte auf mich! Ja, steig halt nicht aus! Wir sind auf der Durchreise, okay? Was? Wieso ein Hatchback? Toll. Sorry guys, it's over. Hä? Verwirrend. Der kenne ich. Ja, ja, dann kommt irgendwo irgendeine Strecke, wo wir halt nicht gesichert haben oder so ein Scheiß. Ja, ich glaube, dass er recht direkt nach Gorka fährt. Ja, was heißt recht direkt? Dann hätte er jetzt ein SUV kommen müssen, oder? Nein, schau mal. Oder wir müssen gleich losfahren, das kann auch sein. Vielleicht schaffen wir es dann noch. Ja, aber schau mal auf die Map. Da sind ja zwei kleine Bergle vor denen, was du jetzt gefahren bist. Ja, das stimmt allerdings. Ich kann gerade nicht, ich steige mal jetzt einmal ein. Ja, wir sehen ihn. Du lotst es mir einfach. Das kann auch sein, dass er von der anderen Seite kommt, ne? Ja. Der Hund! Sorry, hätte ich nichts gesagt. Ding, ja, da jetzt das kleine Wergle rechts gleich zum Beispiel. Wer ist da? Ja, wenn wir da fahren, kommen wir direkt nach Shakovka. Na, sag mir das doch vorher. Dann denke ich nichts sagen. Ach so. Ich denke, das warst du. Ja, dann wäre doch auch da jetzt an uns vorbeigekommen. Dann hättest du mal gehört, wenn er da gefahren wäre. Jetzt
Klo wo. Ja, Kreuzung in der Mitte vom Dorf hat's geheißen. Das war mal eigentlich. Mhm. Ja, das ist die, wo er gerade angefangen hat. Ja, aber. Aber da hätte man doch vorbeigefahren können. Wo jetzt? Geradeaus? Ja. Das war nicht nur Sackgasse. Dann hätte man 100 Pro vorbeigefahren können. Ja. Geradeaus oder links? Geradeaus. Immer geradeaus. Wahrscheinlich, ja. Ihr könnt zu so einem älteren Spielstand laden. Ja, wäre vielleicht gar nicht so blöd. Hat jetzt mal beim Speicherer hat's ein neuer angelegt. Das sind jetzt ungefähr so 10 seit ihrer Mission. Okay. Also könnte man ein Stück zurückfahren. Ja, jetzt fahren wir den Laden, wenn die Meldung kommt, kannst du ja vorher geladen. Da ist eine Kreuzung. Geradeaus. Bis zum Ende von der Straße und rechts. Leider. Mhm. Aber am Ende von der Straße rechts und dann kommst du nach Schakova. Da sind wir jetzt in Schakova. Das sind rote Autos. Aber kein Typ. Ja, aber wenn, dann fährt der Fahrer damit. Mhm. Das Gute ist einfach entgegen. Da ist ein Traktor mit auf der Straße. Warte, schauen wir das an. Ah ja, passt. Mhm. Scheiße! Ja, nehmen wir einen älteren. Warte mal, muss ich nur auf Resume. Und dann muss ich mal schon wieder mal Lader kaufen vom Spiel aus. Weil ich jetzt kein Spielstand Lader halt kann auswählen können. Okay. Group Channel. Ah, okay. Wir haben 1.18 Uhr, 1 Uhr, 054, 038, 027, 010 und 2351. Mhm. Sollen wir auf 1 Uhr zurückgehen? Ja, wieso ne? Ich glaube, das ist, wo die Meldung kam. Ja. Mach ich so. Hoffen wir, dass das jetzt klappt. Schaut nicht so schlecht aus. Wir sind in Gorka. Wir sind in Weg vor Horst. Auch, ja. Okay. Wir sind in Gorka. Privert. Hey, da leben immer noch kein Hühnchen. Das einzige, was ich noch machen kann, ist auf Revert zum Gehen. Laufen wir jetzt auf Gefahr, dass wir es komplett neu starten müssen, aber das wird sowieso passieren. Weil wir da schon spät dran sind mit dem Spielstand. Oh, sollen wir denn einfach die Mission als erfolgreich ansehen? Ja, sicher nicht. Würde ich auch nicht zeigen. Aber ich würde sagen, wir starten die Aufnahme das nächste Mal ab dem Punkt von der Mission. Ja, müssen wir neu anfangen. Ja gut, da sind wir wieder am Start vor der Mission. So, liebe Leute, Ende des heutigen
Aufnahmedings.